see. Bam free near my lounge to me. Hey, entschuldigt, ich hatte noch ein Stückchen Möhrchen im Rachen. Aber erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Wie die Aufmerksamen von euch sicherlich schon gesehen haben, ich stehe ein bisschen anders. Ich musste ganz früh heute Morgen umparken, mir die Polizei freigegeben. Weil hier war wohl so ein kleiner Vorfall gewesen. Und ja, deswegen muss ich vom Parkplatz runter, das Motel, das braucht auch alle Zimmer für so einen Polizeieinsatz. Deswegen haben sie mir das auf den Zettel geschrieben, ist okay, und haben mich da dann runtergeholt. Ich mache jetzt gerade hier meine Runde. Ist jetzt hier... Uiuiui, muss ich aufpassen, dass ich hier nicht unter die Räder gerate. So, Verspannung stimmt auch noch. Ist auch noch alles okay. So. Ansonsten habe ich geschlafen wie in Abrahams Schoß. Jawohl, Lichtlein gehen auch. Und fühle mich gut erholt. Das ist jetzt um 9. 9.30 Uhr schon, die Zeit rennt, das ist Wahnsinn. Und super Gerät, auch die Schalldämmung ist in. Auch nochmal was anderes als. Ich finde die Blinker einfach ein bisschen nervös, aber na gut. Vielleicht kann man da ja nochmal was machen. Vielleicht brauchen wir jetzt nicht. Ja, ansonsten halt so die ersten Nächte im neuen Auto ist immer was Besonderes. Ne? Es gibt vieles herauszufinden. Die Routine fehlt auch noch. Ganz normale Geschichte hier. Gucken wir uns jetzt nochmal einen hohen Kontostand an. 1475. Das wird jetzt natürlich gleich ein bisschen weniger werden. Und wir haben noch 368 Meilen vor uns. Das sollte man dann bis zum frühen Nachmittag geschafft haben. Also ihr merke bei dem starken Motor, ich habe jetzt hier 100 PS mehr als beim FLD, ist, ich muss hier, also zumindest bei der Last hier, in den oberen Stufen, die Gänge nicht so, die halben nicht durchschalten. Ansonsten habe ich so eine kleine Veränderung, falls ihr guckt, schon mal vorgenommen jetzt am LKW. Ich habe mal das Tankvolumen hier ein bisschen erhöht auf 1035, also eine etwas ungerade Zahl, Liter. Mal ungefähr mal überlegt, wie groß könnten diese Fässchen dort dran tatsächlich sein. Und bin dann mal so bei 1035 Liter circa rausgekommen. Auch die Auswölbungen ein bisschen an den Stirnseiten mit berücksichtigt und ja, das habe ich jetzt mal so angepasst, ohne jetzt den Tank wieder voll zu machen. Ja. So, Kollege, wäre schön, wenn du mich da mal rüberlässt. Okay, muss aber ganz rüber. Ansonsten herrliches Fahrgefühl, ne? Allein mit dem Motor. Ich muss mal was ausprobieren. Ich habe gerade die Kamera rüber geklappt. Die hat sich verstellt, die Kamera wieder ausmachen. Macht so keinen Sinn. Das muss ich erst nochmal einrichten in Ruhe.
jetzt meines Erachtens aber auch nicht so wichtig. So, wir werden schon wieder hier rumgeleitet. Ich glaube, das können wir jetzt mittlerweile, da muss ich auch nicht mehr in die Karte gucken. Fahren wir natürlich hier lang, das ist ganz klar. Oder mal eine neue Strecke. Nee, das macht keinen Sinn. Also lieber hier lang cruisen. Weil ich hätte überlegt, eventuell hier runter zu fahren. Und dann hier lang. Nee, aber das. Nee. Nee. Das erlaubt die Zeit auch nicht. Schön, wie er mit der Ladung hier hochzieht. Kann man sich echt nicht beschweren. So, ich will mal hier mal ein Möhrchen nehmen. Ich glaube, es könnte zu laut sein. Das Geschnapse. Entschuldigt bitte, aber oh, ist doch nicht so trocken. Das waren noch Möhren, die ich mir von meiner Geschäftsreise aus Italien mitgebracht. Und das ist leider aus dem Supermarkt, nicht vom Bauernmarkt. Kennt das ja auch, wenn er die beim Supermarkt holt, ne? Die schon geschälten und gewaschenen Möhren. Aus den Tüten, die haben einfach nicht mehr, die sind nicht mehr so saftig, ne? Wie du das kennst vom Bauernmarkt oder wenn du früher sogar mal selber welche im Garten hattest, dann werden wir das auch wieder machen. So ein Hochbeeten uns im Garten anlegen und dann da zum Beispiel mal ein paar Möhrchen mal anlegen. Das schmeckt eigentlich komplett anders. Das hat noch richtig Aroma und ist nicht einfach nur groß, sondern das ist so richtig vollgepackt dann mit allen wesentlichen Inhaltsstoffen, die man auch so braucht und die man erwartet. Sonst jetzt hier in der Story. Ich will jetzt erstmal zusehen, wie das weitergeht mit dem Kenmore. Das ist jetzt so die nächste Baustelle, die anliegt. Und dann natürlich hier jetzt
diesen Truck zu individualisieren und auch einen guten Eindruck zu hinterlassen. Also neben natürlich den Fahrzeiten, die man einhält. Aber ich will auch diesen, naja, okay, die haben noch nicht die ganzen Raten abgezogen, den großen Kredit loswerden. Groß, also relativ, ne? Gucken wir uns das auch gleich nochmal an. Und so dass ich dann, ja, mich weiterentwickeln kann. Eine Richtung wird vermutlich sein, was ich gesehen hatte, also ich will jetzt nicht übertreiben. Jetzt habe ich das eine geschafft und dann nicht gleich ins nächste springen, sondern schwer, das bleibt einfach hier eine Hauptrichtung jetzt hier von Longhaul LLC, das ist die Firma. LLC steht für Liable Limited Company, also Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Und ich habe aber gesehen, dass momentan gerade im US-Verkehr die Frachtpreise für Kühlfrachten, die ziehen brutal an in letzter Zeit. Ich weiß noch gar nicht, was da los ist und wieso, weshalb, warum. Könnte aber auch so diese große Dürre ein bisschen dran schuld sein, dass da viel an der Ostküste jetzt in Häfen transportiert werden soll, um einfach den großen Bedarf in Europa jetzt an Rohsäften und was weiß ich nicht alles zu, ja, wie sagt man denn jetzt, meine Güte, meine Fähne, die einfachsten Worte zu befriedigen, also zu sättigen. Aber natürlich nicht nur Rohsäfte, sondern eigentlich alles an sich, was mit Lebensmitteln zu tun hat. Da läuft einiges auch von Kanada runter über den ganzen Kontinent. Das ist natürlich jetzt hier für mich neben Schwerlast schon ganz interessant, mich einfach auch so aufzustellen, dass wenn das eine mal ein bisschen weniger wird, ich auf das andere springen kann. Dahingehend werdet ihr natürlich sagen, okay, mal weitergedacht, hättest du auch den Flatdeck behalten können? Nee, weil mit Stepdeck kann ich genau das gleiche wie mit Flatdeck machen und sogar noch ein bisschen mehr. Deswegen habe ich das hier schon ganz richtig gemacht, aber so ein Isolated Box Auflieger oder halt sogar eventuell mit einem Reefer dran, das wäre schon nochmal so eine nächste Stufe. Weil ein LKW mit ausreichend Leistung, den habe ich jetzt. Schön hier aus dem kleinen 5. Ja, komm, das ist das Stoppschild. Da ist jetzt eh keiner hier. Aber aus der kleinen 5 zieht er raus. Wahnsinn. Starker Motor. Ja, und da kann ich im Grunde genommen dann immer auf alles reagieren. Das habe ich mir ein bisschen von Summit abgeschaut, weil ich habe da mal, als ich den LKW von denen übernommen hatte, so ein bisschen auf die Homepage geschaut, was die alles machen. Und das Interessante ist, die machen auch Stepdeck und Isolated Box und Reefer Box. Und das könnte so für mich eigentlich, das hat mir doch zu nachdenken gegeben. Und da will ich mich auch mal mit dem José mal auseinandersetzen. Ist ein total netter Typ. Ein bisschen wortkarg. Aber wenn du ihn fragst, dann antwortet er dir. Und weil der ist ja auch vorher Reefer gefahren. Und hat man, wo war denn das, Mensch? Gesehen. Irgendwo in Oregon war das auf jeden Fall. Und jetzt fährt er ja auch Stepdeck. Und wie gesagt, man kann da mal so ein bisschen bei größeren oder mittleren Unternehmen, größere Unternehmen fahren dann irgendwann alles. Aber so mittlere Unternehmen, da kann man mal gucken, okay, wie haben die sie aufgestellt, die vielleicht auch nicht gerade von gestern sind und wieso haben die sich so aufgestellt. Weil das ist manchmal ganz interessant, da kannst du viel lernen. Und weil die ja auch letzten Endes immer auf wirtschaftliche Situationen und auf Marktsituationen reagieren. Und deswegen, das wäre eventuell nochmal einen Reefer zu fahren, oder sich zuzulegen und den ich mir dann im Bakersfield hinstelle. Nächste Geschichte. Also ich habe auf jeden Fall das nächste große Sparziel, weil ihr wisst ja, ich will nicht so viel finanzieren. Hier musste ich jetzt, ging nicht anders.
War aber auch so geplant. Wobei die Preise das hier auch rechtfertigen. Bei Reefer kriege ich das nicht. Da kriege ich keinen 3,50 Dollar. Aber wenn es jetzt hier zum Beispiel Stepdeck mal enger wird, dann kann auch ein Reefer mal interessant sein. Besonders, weil du halt dann teilweise durch den ganzen Kontinent gurkst. Das heißt, du hast die ganzen Lade-Abladezeiten nicht. Die hast du nicht. Und fährst einfach durch und dadurch ist es dann auch wieder interessant. Weil dann letzten Endes die Kasse auch wieder stimmt. Ne? Weil hier beim Stepdeck für interessante Frachten sitze ich halt doch schon mal hin und wieder etwas länger. Als zum Beispiel für interessante Frachten heißt das. Als zum Beispiel bei einem ganz normalen Boxauflieger. Aber dafür sind auch die Frachtpreise interessanter. Noch extremer ist es, wenn du wirklich Schwerlast fährst, ne, mit einem Lowboy und so weiter. Da fallen die Frachten auch nicht vom Himmel. Aber du hast natürlich mit 8 bis 10 Dollar je Meile teilweise nochmal komplett andere Frachtpreise. Und du brauchst halt, fährt halt einer zum Beispiel mit einem Lowboy, der fährt halt zwei Frachten in der Woche. Während halt jetzt hier so ein Boxauflieger wie hier rechts zum Beispiel, da bist du rund um die Uhr unterwegs, um einfach doch das letzten Endes die Zeit zu schaffen, ne? Und deine Preise zu kriegen, dein Geld zu kriegen, was du brauchst. Bimmelt aber hier im Portemonnaie richtig schön. Das ist natürlich toll. Eine Motorbremse müssen wir was machen. Das gefällt mir so gar nicht, das Geräusch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist eine wahnsinnig gute Entscheidung hier. Ja. Schon mal eben so von 30 Tonner insgesamt, welche jetzt haben, 30, 32 Tonnen mal so rauszuziehen. Da ist die AI im Spiel fast so blöd wie im Real Life. Ach, schön. Aber dennoch, das kann mir die Freude nicht trügen. Ich freue mich total, in diesem LKW zu sitzen, ihn auch mein oder fast mein nennen zu können, weil, wie gesagt, ein bisschen was gehört noch der Bank. Das gucken wir uns auch gleich nochmal an. Wie gesagt, diese 20.000 hier, die hier wirklich aufgenommen in zwei 10.000er Schritten. Und Moment, ein bisschen kommt durch eine Stufe, aber die ist nicht mehr so schlimm. Das war in den ersten Mexiko-Karten hier, alter Schwede, da hat das Lenkrad immer gescheppert. Auch wenn du nur mit 25 drüber gefahren bist. Ach, guck mal, da vorne sehe ich gerade. Habt ihr bestimmt schon längst gesehen. Das ist ein Kollege mit Flatdeck. Yeah!
Wo sind wir auch noch rumgefahren, ne? Vor nicht zu langer Zeit. Ja, und jetzt? Jetzt haben wir das hier. Schön. Schöner Zug. Guck mal, ich kann mit dir mithalten, der ist leer. Einfach machen wir jetzt die Power an. Das ist keine absurd hohe Power, wie zum Beispiel jetzt hier drin brauchst du noch keine 600 PS Maschine oder sowas. Natürlich so ein ISX 15 Liter, auch genial, ne? So mit 605 PS oder sowas, das wäre schon der Hammer. Aber ich brauche es einfach noch nicht. Das ist schön groß vom Getriebe. So, gucken wir hier. Sie von außen. Schick, 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 ne? Ja, im Oversized Load heißt eigentlich in auf jeden Fall in den USA so viel wie Schwerlast. Ich will mal nächsten fahren. Aufpassen, dass der Kaffee aus dem Becher nicht bis hoch zum Dach schwappt. Ushala. Hier ist auch die Engine Brake Knöpfe, jetzt ist wieder an. Bild. Das wird wahrscheinlich erst reinfahren, dass ich den entdecke, oder? Ich bin mal gespannt, wann der Volvo ins Spiel kommt. Wann erst den Originalen dann von SCS. Und dann wäre es mal schön, wenn so wirklich so eine alte US-amerikanische Marke mal reinnehmen würden. Sowas wie International oder so. Das wäre natürlich klasse. Freightliner wäre natürlich mein persönlicher Wunsch. Wenn du Freightliner hast, hast du auch gleich Westernstar. Wenn er mich gestern aufmerksam das Video geschaut hat, dann hat er es gesehen.
ja sagen, ich fahre ja gerne durch Mexiko. Genau, San Felipe. Unser Ziel für heute. Auch bald da. Wunderbar. Füllt sich gleich das Portemonnaie. $3000. Schaka. Einfach nur Wüste hier, Prärie, trockene Landschaft. Lass uns mal schauen, wie der Zug hier durch die Landschaft rollt. Schön, ne? Ich denke, es geht noch schöner, aber ihr wisst ja, was meins ist, ist schön. Herrlich. Die Landschaft hier finde ich wirklich begeistert, diese sanften Anstiege. Besonders wenn du im Truck drin sitzt, den die Anstiege auch nicht so viel ausmachen, dass er trotzdem drüber zieht. Wow, das war auch zu schnell hier. Gar nicht gut. Mal ein bisschen langsamer angehen lassen. Ah, hier haben wir Rest Area. Also bin ich schon mal mit dem Schwertransportier vorbeigekommen? Nee, ist dann durch. Okay. Ah, kostet ein bisschen Geld. Okay. Buenas tardes! Ah, von ganz unten raus. Also das freut mich ja persönlich sehr, ne? Schon später Nachmittag jetzt, halbe Stunde soll man da sein. Viel ist dann heute nicht mehr. 9 sind wir gestartet. Ja, plus 10, 11, 10, 20 Uhr dürfte ich noch so, 19, 20 Uhr. Ooh. I am
hier in diesem LKW. Und das natürlich, macht natürlich umso mehr Spaß, gerade wenn man so ein neues Segment reinstartet, sich neu aufstellt, nicht komplett unerfahren ist. Weil er doch schon ein bisschen Flatdeck gefahren. Und macht natürlich nochmal doppelt Spaß, wenn man auch die Frachtpreise hier sieht. San Felipe. Buenas noches. Und dann, auch einen Plan hat auch für die weitere Zukunft. Also eine Stufe habe ich mir jetzt mal erfüllt, wie gesagt, mit den ausreichend starken LKW und mein Stepdeck-Auflieger, den ich jetzt endlich habe. Und zumindest ein bisschen gehört was noch der Bank. Also der Truck gehört ja komplett mir. Ah, das schafft man auch. Stepdeck, den kaufe ich mir jetzt auch noch bei Bronze. Spätestens wenn der Kenny kommt, ich denke mal, dann habe ich, ich weiß nicht, wie viel der weggehen wird, aber ich rechne mal so mit 20.000 netto, die überbleiben. Und die kann ich dann investieren in Stepdeck, dann sind die Kredite weg, alles weg. Kein Sklave der Bank. Macht sich immer so. Ich meine, am Ende leihen sie mir ja auch das Geld. Ne? Ohne die Bank könnte ich jetzt hiermit auch nicht rumfahren. Buenas noches! Where should I go? Okay, thank you. Gracias. Okay, einfach geradezu. Dieses Turbo-Säuseln, das Reinpfeifen. So, wunderbar. Ein bisschen ausrichten. Schön. Gut. Licht aus. Wieso willst du wieder angehen? So, wunderbar. Gut. Freunde, dann werde ich mal die Ladung anmelden gehen. Schauen, dass ich jemanden finde zum Entladen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, Paytime. Schön. Schön so vor der Last, ne? Also so macht das auch Spaß. Ich würde aber gleich mal gucken für morgen, was hier diese Aufträge an Firma an Aufträgen noch hat. Mal weiterkommen. Ja, den darf ich ja auch transportieren. Das gibt natürlich hier richtig dickes Geld. Könnte ich zurück in die USA fahren. Das sind so halbmilitärische Transporte. Da muss ich aber erst einen Schein noch für machen, hatte ich hier der Chef mir erzählt, nachdem ich da mit dem Oshkosh rumgefahren bin. War das mit dem Oshkosh? Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Dann haben wir hier noch eine Fracht. $4.13, nicht schlecht, oder? Ja, das geht so Richtung New Mexico, das gefällt mir schon sehr gut. Oh ja, also ihr merkt, also ich kann hier ganz anders nochmal Geld verdienen und meine Zukunft auch dementsprechend planen. Ist natürlich eine schöne Sache. Holz hier runter, das wird auch sehr gut bezahlt in den trockenen Gegenden hier. Was haben wir hier? Pots. Okay. Aber ich glaube, hier nach Gallup, das ist schon ganz okay. Interessante Seitennotiz noch zu Gallup. Nate wird wahrscheinlich nach Bakersfield ziehen mit seiner Familie. Denn Roger hat ihm jetzt ein Angebot gemacht, für ihn zu arbeiten.
Und er wird wahrscheinlich dann jetzt hier nach Bakersfield gehen. Erstmal. Also insgesamt will er auch zum Thema Trucking irgendwann mal kommen, aber er muss jetzt erstmal wieder ein bisschen Geld anarbeiten und hat dann ein gutes Angebot da von Roger bekommen, muss dann keine Autos mehr waschen. Ja, und das passt schon ganz gut. Na, wo geht das hier hin? Nach Yuma? Okay. Nö, aber wann soll man denn da sein? Das ist ja auch nochmal interessant. Am Samstag, 7:17 Uhr, das sind 700 Meilen. Ja, will ich mal gucken, ob man jetzt auf dem Weg nach oben. Hier könnt ihr schlafen. Und hier in Mexicali, da ginge auch was. Hier, ja, beim Peterbilt-Händler. Oder halt hier an der Grenze. Naja, wobei das nicht so empfehlenswert ist, aber da ging ja was. San Felipe, ja. Kann ich wieder zurück? Ach Mensch, dann kannst du nicht mehr so beladen, oder? Dass man da nicht zurückkommt, ist ein bisschen blöder. Aber Gallup, das war ja hier diese Ladung. Dann würde ich sagen, nehmen wir das mal als Navi-Ziel. Leer. Gut, dann kümmere ich mich mal um die Ladung und wir sehen uns gleich wieder. So, zwischenzeitlich haben wir aufgeladen. Ihr seht auch den Kontostand hier, 2819. Ich hatte eine kleine Überweisung zu tätigen, so Lebenshaltungskosten kommt ja auch mal dazwischen. Also ist ja auch in dem Spiel wird der grundsätzlich die Lebenshaltungskosten, die so ein Fahrer und so weiter hat, so eine Firma nicht simuliert. Deswegen mache ich das ja, wisst ihr, über den Bankkredit und ich hatte jetzt nochmal eine extra Überweisung gehabt. Das kommt ja manchmal auch dazu. So viele Dinge. Neue Kamera brauchte ich, deswegen ist hier schon mal ein bisschen was runtergegangen. Es waren vorher jetzt gerade eben noch 3000 irgendwas und ich habe das gerade dann elektronisch ausgelöst. Ja. Lasst uns mal zur Bank gehen, dass ihr seht, wie das angelegt ist. Wir haben also hier diese grundsätzlichen Lebenshaltungskosten mit 197 Dollar je Tag. Und dann halt diese 20.000 nochmal, die ich aufgenommen hatte, wurden jetzt noch nicht abgerechnet. Für den Trailer, das sind also nochmal knapp 300, also ganz genau 298 Dollar zusätzlich. Das heißt also, wir haben eine Belastung jetzt hier von 495 Dollar pro Tag. Will ich natürlich schon wegen der sehr schlechten Verzinsung. Wir sind hier fast auf türkischem Niveau momentan. Lira stürzt ja sehr stark ab in der Inflation. Haben wir eine Inflationsrate, glaube ich, in der Türkei. Hat jetzt aber nichts politisch zu tun. Das ist nur einfach, weil ich es gerade gelesen habe, ein aktuelles von 30%. Ja, der Zinssatz hier sind 36%. Also, das ist einfach hart gemacht. Ne? Das ist klar, hat mit der Realität nichts zu tun, aber ansonsten hätte man das über Jahre gesehen und irgendwann soll ja auch, da soll ja auch der Druck da sein, das innerhalb von 70 Spieltagen auch abzubezahlen. Deswegen auch hier die entsprechende Verzinsung, um da ein bisschen gewisse Härte reinzubekommen in der Spielschwierigkeit. Ne? Ja, sagen, wisst ihr Bescheid? Was brauchen wir noch? Nichts. Also, wie gesagt, das wollen wir abbezahlen. Jetzt gucken wir uns aber nochmal die Ladung an. Ich habe die schon kontrolliert natürlich. Das sind hier irgendwelche so Bodenelemente, wie das aussieht, aus Beton. Die nennen es geodäsische Dome Home Prefabs, also Dome Home. Weiß ich jetzt nicht genau, was damit gemeint ist, ganz ehrlich gesagt. Aber das sieht aus wie, ja, so Betonplatten, die untergelegt werden, um Lasten zu verteilen, vielleicht. Auf jeden Fall alles sehr ordentlich hier verzorgt, verstaut. Da habe ich mir echt Mühe gegeben. Das seht ihr auch hier, ne? Haken. Und deswegen mag ich auch hier diesen Mod von diesem Step-Deck, Trailer so, weil es ist einfach gut gemacht. Also wirklich gut gemacht. Das könnte eigentlich hier so eine Art, ja, Foto werden. Würde ich gerne mal aufnehmen. Gefällt mir. Natürlich hier mit der Zugmaschine zusammen. Umso schöner noch. Ja. Ja, aber so viel Zeit habe ich jetzt gar nicht mehr zu verlieren. Und wir müssen los. Und
dass ich wenigstens noch einen Schlafplatz kriege. So weit kann ich heute auch gar nicht mehr. Gucken wir uns das mal an. Ja, er sagt zwar nächste Pause, aber reine Fahrzeit habe ich so viel nicht mehr über. Das ist ja die komplette Schiffzeit, die ich hier reingepackt hatte. Und es muss dann, übermorgen muss es da sein. Aber das sollte wohl hinzubekommen sein. Gut. Dann will ich ganz gerne nochmal in die Karte reinschauen. Ich denke hier werden wir übernachten, also hier werde ich mir einen Schlafplatz suchen. Und die restlichen Meilen, die reißen wir dann innerhalb der nächsten zwei Tage runter. Ja, so ist der Plan. Ne? Ja, wunderbar. Dann machen wir mal das Schätzchen wieder an hier. Jawohl. Jetzt kriegt auch die Kamera wieder, das habe ich ein bisschen nachgestellt. Und Bremse rein. Erster Gang. Noch richtig schwer. Hier war es. 45.000 Pfund. Das ist schon schwer. Ich rechne das jetzt für euch gar nicht mehr in Tonnen um. Das ist jetzt auch nicht so schwierig und A und B möchte ich einfach, dass wir so ein bisschen mehr Gefühl auch für Pfund bekommen. Das sind jetzt hier einfach Pfund und 45.000 ist schon schwer. Irgendwo so um die 23 Tonnen sein, schätze ich mal. Also sind ja auch hier in den USA und da ist halt Pfund angesagt. Tanken plane ich dann eigentlich, mal gucken, in New Mexico. Ja, das ist von allen am günstigsten. Jetzt kann man hier so meine Papers schauen, die ich hier neben mir liegen habe. Aber solche Ladungen fühlen sich halt bei dem LKW eher normal an, ne? Also mit dem FLD, mit dem 425 PS, da hätte ich schon meine liebe Mühe gehabt. Der hier, der sieht das wie selbstverständlich. Schön, schön, schön. Thomas on the road and earn some money. Let's make some money. Ja, das ist nachher draußen auf der Landstraße, darf ich mir nicht vergessen, vielleicht mal so einen kleinen Schub zu machen in den Sonnenuntergang. Ganz gefährlich so zu fahren. Aber jetzt stört mich der Lichtleitungs- oder der Strommast hier. So ist es echt gefährlich. Ah,
Nee, nicht immer diese Doppelfotos. So ist gut, das war's. Und dann mal seid auch erlöst. Da vorne, ich denke, da wäre mal da. Wow, ist doch hoffentlich das Video auch zu erkennen hier, diese Stimmung hier, diese Lichtstimmung. Aber ich denke, hier vorne, da stehen wir auch sicher. Ist auch nicht ganz unwesentlich hier oder unwichtig in Mexiko sicher zu stehen. Ich denke, hier an dem Kontrollpunkt, da kann mir jetzt auch nicht so viel passieren. Fahren wir mal rechts lang. Aber man merkt schon, oh, wie das Gewicht von hinten drückt. Da vorne da, bei diesem Plätzchen da, da werden wir uns hinstellen. Toilettenhäuschen scheint auch da zu sein. Ich frage mich, warum muss das immer hier so zugewuchert sein? Gesehen? Spielchen hier. Na gut, ich werde das schon noch finden. Bringt ja jetzt nichts. Ja, dann würde ich mal sagen, schön, dass ihr dabei wart. So bei der ersten, zweiten großen Tour hier mit diesem tollen Freightliner. Und ich würde mir jetzt auch schauen, dass ich halt dieses Pausenzeichen nochmal vernünftig finde. Und dann geht es auch ab in die Falle. Morgen geht es dann wieder weiter. Da treffen wir uns dann wieder. Bis dahin, habt noch einen schönen Abend, Tag, whatever. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Auch wie immer. Und bis dahin. Tschüss.